Liebe Gäste, lieber Jörg Hofmann, verehrte Preisträgerinnen und Preisträger und liebe großartige Jury, herzlich willkommen zur Verleihung des Otto Brenner Preises in diesem Jubiläumsjahr 2022. Und wie schön ist das, dass wir uns dieses Jahr endlich wieder in echt, wie meine kleine Tochter sagen würde, treffen können. Es gibt uns aber natürlich auch wie immer im Livestream und deswegen grüßen wir auch ganz herzlich alle, die jetzt gerade von zu Hause aus beim Otto Brenner Preis zuschauen. Und es gibt auch endlich wieder Musik von The Art of Jazztainment, heute hier in Trio-Formation mit Anke Schimpf am Saxophon. Georg Göb am Piano. Und Markus Heim am Schlagzeug. Ja, 50 Jahre Otto Brenner Stiftung, die wurden ja heute schon ausgiebig gefeiert. Und eigentlich soll es an dieser Stelle immer eine Festrede geben. Da haben wir aber gesagt, Festreden haben Sie heute schon eine ganze Menge gehört. Deswegen machen wir es heute ein bisschen anders, so als Link zwischen Festakt und Preisverleihung. Wir freuen uns sehr, dass heute eine der besten und klügsten Stimmen des Kabaretts in Deutschland, des politischen Kabaretts in Deutschland, heute hierher gekommen ist. Anni Hartmann ist Diplom-Volkswirtin und sie hat einen sehr genauen, sezierenden Blick. Mit dem schaut sie unter anderem darauf, welch enormen Einfluss die Wirtschaft mit Hilfe eines Heers von Lobbyisten auf Politik und Gesellschaft ausübt. Anni Hartmann sagt über ihr Kabarett, der Ursprung meines Jobs ist ja eigentlich ein sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn. Und genau darum geht es in ihren Programmen. Sie benennt Ungerechtigkeiten, sie zeigt, wo geschummelt, wo weiß gewaschen, blockiert und geschmiert wird. Ein Kritiker schrieb mal über sie, Anni Hartmann macht investigatives Kabarett und damit passt sie natürlich sehr gut zu den Otto Brenner Preisträgern heute. Dass sie diesen oft sehr ernsten, auch manchmal trockenen Themen auch noch einen hohen Unterhaltungswert abgewinnt, das spricht für ihre sehr große Kabarettkunst. Der Kollege Volker Pispers sagt über sie, sie hat verstanden, dass man, um Unterhaltung zu machen, nicht nur Humor braucht, sondern vor allem eine Haltung. Außerdem besitzt sie als Diplom-Volkswirtin auch noch Hirn. Sie vereint in ihrer Person also die drei großen H des Kabaretts, Haltung, Humor und Hirn. Und es wurde erst vor ganz wenigen Tagen bekannt, deswegen können Sie sich sehr glücklich schätzen, sie wird 2023 mit dem Deutschen Kleinkunstpreis in der Sparte Kabarett ausgezeichnet und Sie dürfen sie heute hier erleben. Herzlich willkommen, Anni Hartmann. Vielen Dank. Vielen Dank für die nette Ansage. Ich freue mich auch hier zu sein. Sie haben es gehört, es gibt von mir jetzt politisches Kabarett, aber ich verspreche Ihnen, die 5 Stunden jetzt vergehen wie im Flug. Ich habe ja eben gehört, was Frau Bass und so gesagt hat und ich habe auch da wieder gedacht, politisches Kabarett ist in diesen Zeiten echt nicht mehr einfach. Das ist nicht einfach. Also das liegt jetzt nicht daran, dass ich als Frau dazu geistig nicht in der Lage wäre. Ich meine, es ist voll kompliziert, ich schwöre. Es liegt mehr daran, dass so wenig Politiker noch was Konkretes sagen. Also da ist nichts mehr, woran man die festnageln kann. Also worüber soll ich sprechen? Und Frau Bass hat ja eben gesagt, ja, die Demokratie braucht alle Bürger und Bürgerinnen. Ja, dann müssten die sich aber auch im Parlament wiederfinden, oder? Und das ist nicht so, denn die Akademikerquote im Parlament liegt mittlerweile bei fast 90%. Was natürlich wiederum beweist, dass ein Studium nicht der Weisheit letzter Schluss ist. Und nicht vor schlimmen Lebenswegen bewahrt. Aber das Problem daran, dass fast nur Akademiker im Parlament sitzen, ist, dass die den Bessergestellten einfach zu ähnlich sind. Und wenn man sich den Alltag eines Geringverdieners nicht mal vorstellen kann, weil man ihn selber nie erlebt hat und auch keinen Geringverdiener kennt, dann ist es natürlich schwer, dessen Interessen zu berücksichtigen. Ich glaube, bei der FDP wissen die nicht mal, wie man Geringverdiener schreibt. Ich glaube echt, die haben so eine Autokorrektur im Handy. Ja, wenn die da Geringverdiener eintippen, steht da nachher selber schuld.
Und wo Frau Höfer eben sagte, Gerechtigkeit sind, eine Nachricht, die mir vor 2 Tagen mein Gerechtigkeit sind wieder hat losgaloppieren lassen, war, die FDP fordert höhere Freibeträge bei der Erbschaftssteuer, um die Erben von der Inflation zu entlasten. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, wenn ich drüber nachdenke, welche Menschen jetzt wohl durch die Inflation stark belastet sind, sind Erben natürlich die Ersten, die mir einfallen, oder? Und ich meine, hallo, in Deutschland zahlen doch sowieso nur 5% aller Erben Steuern. Nur 5% aller Erben zahlen Steuern. Und da muss man ehrlich sagen, das sind die ganz Dummen. Das sind die echten Vollpfosten. Alle anderen haben doch schon lange begriffen, dass sie jedem einzelnen ihrer Kinder vor ihrem Ableben steuerfrei 400.000 Euro schenken dürfen. Und zwar alle 10 Jahre. Wenn Sie rechtzeitig mit dem Schenken anfangen, haben Sie locker 1,2 Millionen Euro vererbt, ohne dass auch nur 1 Cent Erbschaftssteuer angefallen ist. Das Argument gegen die Erbschaftssteuer ist natürlich immer, entschuldige bitte mal, die Eltern haben schließlich was geleistet. Und als die was geleistet haben, ist das Geld versteuert worden. Das darf nicht nochmal besteuert werden. Aber Moment mal, der Erbe erhält das Geld doch leistungsfrei, oder? Das Einzige, was der Erbe geleistet hat, ist, er hat im Spermalotto gewonnen. Erben ist Spermalotto, Spermalotto, Spermalotto. Ich meine, wer erbt ohne eigenes Zutun. Hoffe ich zumindest. Soll ja auch der ein oder andere schon mal nachgeholfen haben. Aber wer erbt, hat Glück gehabt. Und wer Glück gehabt hat, kann ein bisschen was abgeben. Nennen wir es halt nicht Erbschaftssteuer, nennen wir es einfach Gewinnsteuer aufs Spermalotto. Aber dadurch, dass wir Erbschaften fast gar nicht besteuern in Deutschland, wandert der Reichtum trichtermäßig nach oben. Ne, der Reichtum wandert trichtermäßig nach oben. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute auch nicht mehr viele Kinder kriegen, auf die sich das Erbe verteilt. Ne? Früher waren es 4, 3, 2, 1, meins. Die heißen auch nicht mehr Einzelkinder, sondern Alleinerbe. Das Problem daran ist, dieser gesellschaftliche Vertrag, der mal hieß, wenn du dich anstrengst, steigst du auf, ist hinfällig. Nicht mehr der, der fleißig ist, steigt auf. Nur noch der, der erbt. Wenn Sie einen Freundeskreis haben und Sie sind die Einzigen, die nichts erben, dann ist völlig egal, wie lange und hart und engagiert Sie arbeiten. Sie können sich eben keine Wohnung fürs Alter leisten. Nur noch der, der erbt, steigt auf. Und was passiert? Die Menschen spüren diese Ungerechtigkeit, ziehen aber die falschen Schlüsse daraus. Lassen sich von rechten Demagogen wie der AfD erzählen, die Geflüchteten sind allein schuld. Das läuft dann nach dem Motto, Ilse, was up? Da geht der Flüchtling. Sperma, die Tür zu. Entschuldigung, auch die Schlechten müssen raus, das blockiert sonst. Ja. Aber, und ich meine, es gibt ja immer noch Leute, die die AfD wählen und ernsthaft behaupten, sie seien keine Rassisten, sondern sie würden die aus Protest wählen. Da brennt es mir echt die Gehirnzellen weg. Entschuldigung, AfD aus Protest wählen. Eine Freundin von mir hat es sehr schön formuliert. Die hat gesagt, hör mal, was soll das denn? Wenn dir dein Bier nicht schmeckt, dann trinkst du aus Protest auch nicht aus der Kloschüssel. Ja. Echt. Aber gut, die FDP fordert ernsthaft, Freibeträge für Erbschaften zu erhöhen. Und gut, von der Porsche-Partei erwarte ich nichts anderes. Aber wissen Sie, was mich erstaunt hat, ist, wie schafft es so ein geistiger Tiefflug in die Presse? Entschuldigung, sitzen da eventuell Erben in den Redaktionen? Kann man da mal einen kleinen Vorwurf machen? Entschuldigung, wenn man als Journalist oder Journalistin diesen geistigen Tiefflug überhaupt abdruckt, dann sollte man diese Gelegenheit nutzen und ein paar Fakten dazu schreiben. Zum Beispiel den Fakt, dass in allen anderen Ländern mehr Erbschaftssteuer erhoben wird als bei uns. Oder den Fakt, dass es in allen anderen Ländern eine Vermögensteuer gibt, aber nicht bei uns. Nein, in Deutschland ist immer unmöglich, was in allen Ländern total selbstverständlich ist. In Deutschland ist eine Vermögensteuer total verpönt. Also, wenn Sie Bock haben, sich in der politischen Diskussion mal so richtig zu disqualifizieren. Da müssen Sie jetzt nicht mit so schwierigen Themen wie Umbau des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ankommen oder mit Klimawandel. Nee, Sie brauchen einfach nur zu sagen, wieso haben wir in Deutschland eigentlich keine Vermögensteuer? Kommt sofort zurück, ja, wie soll denn das gehen? Man weiß doch gar nicht, wie man die Vermögen bewerten soll. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich Mitgefühl habe mit Menschen auf der Welt, dann nicht nur mit den armen, inflationsgebeutelten Erben, sondern vor allen Dingen mit den Menschen, die nicht wissen, wie sie ihre Vermögen bewerten sollen. Entschuldigung, das sind auch Schicksale. Ja, darüber spricht wieder keiner. Aus der Kategorie Sorgen, die ich gern hätte. Und vor allen Dingen, wir hatten ja mal eine Vermögensteuer. Wissen Sie noch, wann das war? Unter Helmut Kohl. Da gab es eine Vermögensteuer. Und Sie erinnern sich ja alle, unter Helmut Kohl.
da haben die Reichen in Deutschland alle am Hungertuch genagt. Ne? Und unter Helmut Kohl gab es nicht nur eine Vermögenssteuer, es gab sogar noch einen Spitzensteuersatz von über 50%. Das müssen Sie sich mal reintun, einen Spitzensteuersatz von über 50%. Das dürfen Sie heutzutage nicht mal mehr denken. Wenn Sie das laut sagen, sind Sie sofort Kommunist. Dann heißt es, ja, geh doch nach drüben. Aber drüben gibt es doch gar nicht mehr. Ja, siehste. Also das muss man sich mal reintun. Unter Helmut Kohl gab es nicht nur eine Vermögensteuer, es gab gleichzeitig einen Spitzensteuersatz von über 50%. Ich hätte nie gedacht, dass ich es mal sage, aber man muss es sagen. Helmut Kohl, das war ein Linker. Ja, was macht ein Sozialdemokrat heutzutage, wenn er es ernst meint? Austreten. Aber das ist mein Lieblingswitz bei Gewerkschaften. Und noch ein kleiner Funfact zum Thema Vermögensteuer. Die Vermögensteuer ist in Deutschland nie abgeschafft worden. Die ist nur ausgesetzt worden. Und zwar, weil das Bundesverfassungsgericht 1996 gesagt hat, die Bewertungssätze, die er da ansetzt, die sind zu niedrig. Ihr müsst höhere Bewertungssätze finden. Also ihr müsst mehr Vermögensteuer nehmen. Und bis ihr diese Bewertungssätze gefunden habt, bleibt die Vermögensteuer ausgesetzt. Es hat das Bundesverfassungsgericht leider vergessen, der Regierung eine Frist zu setzen. Ja, und seit 1996 suchen die nach diesen Bewertungsregeln. Also ich sage es Ihnen ehrlich, das Bernsteinzimmer findet man früher. Aber das ist halt das Problem, wenn eigentlich fast nur Reiche im Bundestag sitzen, dann haben die natürlich auch das Sagen. Und überhaupt, was Lobbyismus alles kann, ne, Sie haben es vielleicht bei Teilen der Ausstellung da gesehen, was Lobbyismus alles kann, ist der Hammer. Die Wirtschaft hat so viel Einfluss, wir haben so viele Lobbyisten in Deutschland. Statistisch gesehen kommen auf einen Bundestagsabgeordneten 8 Lobbyisten. Müssen die nicht eigentlich 8 Geordnete heißen? Und natürlich weiß ich, dass es gut ist, wenn sich Regierende Fachwissen einholen. Die haben ja nicht von jedem Thema Ahnung. Es gibt Leute, die würden sagen, die haben von keinem Thema Ahnung, so weit würde ich nicht gehen. Aber grundsätzlich ist gut, wenn die sich Fachwissen einholen. Das Problem ist nur, wenn die irgendwas diskutieren, dann werden meistens nur Wirtschaftsvertreter gehört und selten Umwelt- oder Sozialverbände. Und das ist schlecht, weil die Wirtschaft damit zu viel Einfluss hat. Ich meine, schon Dieter Hildebrandt hat gesagt, Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Und genau deswegen wechseln auch so viele PolitikerInnen aus der Politik in die Wirtschaft. Und ich kann das verstehen, ehrlich. Gucken Sie mal nach diesen ganzen langen Jahren da im Bundestag. Wollen die jetzt endlich auch mal Einfluss haben? Und ich habe manchmal das Gefühl, die vierte Gewalt im Staat, die Presse, die nutzt ihren Einfluss viel zu wenig. Da wird mir echt zu wenig kritisch berichtet. Also jetzt mal die glorreichen Ausnahmen, die hier auch ausgezeichnet werden, ausgenommen. Es gibt immer ein paar wenige Leuchttürme. Aber grundsätzlich wird zu wenig berichtet. Auch diese Speichellecker-Interviews immer. Nee, Entschuldigung, es heißt Sommerinterview. Ne? Habe ich mich kurz, ne? Freudscher Versprecher. Ja? Und dann wird immer, auch in Talkshows, ne? Die werden da hofiert und dann, ja, sonst kommen die nicht mehr. Entschuldigung, dem Volk Rede und Antwort zu stehen, gehört zu deren Aufgabe. Die muss man nicht hofieren. Man muss mal kritisch berichten. Ich habe mal so ein paar Meldungen, die ich gerne mal lesen würde. Also, ne, ich würde gerne mal lesen, in allen Ländern in Europa gibt es mehr Einnahmen aus Erbschaftssteuer als in Deutschland. Und die leben alle noch. In allen Ländern in Europa gibt es mehr Einnahmen aus Vermögensteuer als in Deutschland. Und die leben alle noch. In allen Ländern in Europa wird schon seit Monaten keine Maske getragen in Bus, Bahn und Zügen. Und die leben alle noch. In allen anderen Ländern auf der Welt, fast allen anderen Ländern auf der Welt, gibt es ein Tempolimit. Und die leben alle noch. Und eine Meldung, die ich auch sehr gerne lesen würde. Die Aktivisten der letzten Generation machen alles richtig. Sie machen nur einen einzigen Fehler. Ihre Forderungen gehen nicht weit genug. Ja. Ich weiß, da wird immer gesagt, ah, nee, Protest, ja, aber ziviler Ungehorsam ist laut Grundgesetz erlaubt. Da steht drin in Artikel 20, okay, da steht, ziviler Ungehorsam ist erlaubt, wenn eine Gefahr von außen droht, gegen die die Regierung nicht vorgeht. Aber ich finde, den Klimawandel kann man ruhig als Gefahr von außen betrachten. Und ja, ich weiß, Autobahnen blockieren, das nervt, das ist ein Protest, der nervt, aber das ist wie ein Feueralarm. Der nervt auch, ist aber wichtig. Und Entschuldigung, was sind denn die Forderungen der letzten Generation? Die wollen ein Tempolimit und ein 9-Euro-Ticket. Hallo? Das wird darüber überhaupt... ich meine, Tempolimit, okay, wir hatten das, gibt's überall. Wissen Sie noch, was Andreas Scheuer zum Thema Tempolimit gesagt hat? Er hat gesagt, das widerspricht dem gesunden Menschenverstand. Wie will er als Unbeteiligter das denn wissen? Ja? Und 9-Euro-Ticket, hallo? Der öffentliche Nahverkehr müsste schon lange kostenfrei sein. Das wäre auch viel billiger gewesen als das 9-Euro-Ticket. Ja, sicher, das wäre billiger gewesen als das 9-Euro-Ticket, weil man sich die Verwaltungskosten gespart hätte.
Aber dann hätten ja die Bürokraten kein Fleißkärtchen in ihr Korinthenkackerheftchen bekommen. Und so ein kostenfreier ÖPNV wäre auch problemlos finanzierbar. Ja, einfach das Dienstwagenprivileg streichen und schon wäre die Kohle da. Apropos Kohle, dass es auf der Weltklimakonferenz diesmal wieder keinen Beschluss gab, aus den fossilen Energien auszusteigen, ist ein Skandal. Da sieht man wieder, was die Lobbyisten schaffen. Wir lassen es zu, dass ein paar hundert Menschen, die sehr gut an Kohle, Gas und Öl verdienen, die Menschheit in den Abgrund treiben. Sie kennen den schönen Witz, oder? Treffen sich zwei Planeten, sagt der eine, boah, siehst du schlecht aus, was hast du denn? Homo sapiens. Keine Sorge, das geht vorbei. Man muss es ganz klar so sagen, unser Planetensystem und unser Wirtschaftssystem befinden sich im Krieg miteinander. Und nur ein System kann man ändern. Kleiner Tipp, es ist nicht das Planetensystem. Nein, es ist das Wirtschaftssystem. Aber der Kapitalismus als Wirtschaftssystem gilt bei uns als alternativlos. Ja, er gilt als alternativlos, weil angeblich alle davon profitieren. Aber Kapitalismus hat keinen sogenannten Fahrstuhleffekt. Der zieht nicht nach und nach alle mit nach oben. Kapitalismus ist ein Nullsummenspiel. Die Gewinne des einen sind die Verluste des anderen. Und Kapitalismus will ja immer wachsen, ne? Wachstum, Wachstum, Wachstum. Der US-Ökonom Kenneth Boulding hat mal gesagt, wer in einer stofflich begrenzten Welt an permanentes Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom. Ja, ich bin quasi Diplom-Idiotin, ne? aber ich habe hier den Absprung geschafft. Und der Kapitalismus als System, der zerstört das Vertrauen in der Gesellschaft, weil er nur unsere Schwächen fördert. Und gucken Sie mal, alles, was wichtig war, wurde privatisiert. Ne? Verkehr, Infrastruktur, Bildung, Energie, Gesundheit. Ich habe neulich im Radio gehört, die ersten Krankenhäuser gehen pleite. Entschuldigung, der einzige Grund, warum ein Krankenhaus pleite gehen kann, ist, wenn es keine Kranken mehr gibt. Alles andere ist einfach pervers. Alles, was wichtig ist, wurde privatisiert und gleichzeitig wurden die Steuern für Reiche gesenkt. Und das empfinden die Menschen als ungerecht. Und wer sich ungerecht behandelt fühlt, handelt selber ungerecht. Also zerstört der Kapitalismus auf Dauer das Vertrauen in der Gesellschaft, weil wir auch alle das Gefühl haben, wir haben keine Vertragspartner, sondern nur noch Vertragsgegner. Und der Kapitalismus zerstört das, aber der gilt als alternativlos. Ich habe echt das Gefühl, der Kapitalismus in seinem Lauf halten weder Klima noch Corona auf. Und bei Corona, ich wünsche mir so eine kritische Nachbearbeitung, weil jetzt plätschert das ja so aus, ne? Das plätschert so aus mit dem Corona. Aber ich würde mir gern wünschen, dass man da mal kritisch hinguckt. Zum Beispiel, warum durfte die Ministerpräsidentenkonferenz über unsere Grundrechte bestimmen? Die Ministerpräsidentenkonferenz ist nicht mal ein Verfassungsorgan, ja? Und außerdem müssen Grundrechtseingriffe vom Parlament beschlossen werden und sie müssen zielführend und verhältnismäßig sein. Und ich würde mir schon wünschen, dass man im Nachhinein mal fragt, war es denn wirklich zielführend, Restaurants und Theater mit wenig bis keinen Infektionen zu schließen, aber Schlachthöfe mit mehreren hundert Infektionen geöffnet zu lassen? Und dann noch mehrere 10.000 Erntehelfer einzufliegen, damit die unseren Spargel stechen, die in Massenunterkünften zusammenzufärchen und schlecht zu bezahlen. Und wofür? Damit unsere Pisse stinkt. Ja, das ist modernes Sklaventum, damit unsere Pisse stinkt. Ich kaufe es nicht mehr. Ja, riecht viel besser bei uns zu Hause. Und man musste auch mal fragen, war es denn verhältnismäßig, Theateraufführungen zu verbieten, aber Gottesdienste stattfinden zu lassen? Wo ist denn da der Unterschied? In beiden Fällen sitzen die Menschen da, gucken nach vorne und da steht jemand, der erzählt mehr oder weniger lustige Geschichten. Ja, sowas von Jungfrauen können zwar schwanger werden, aber nicht einpacken. Das ist das Schlechteste aus beiden Welten. Ja. Und wieso war ein Lockdown für Corona möglich, ist es aber nicht fürs Klima? Ganz einfach, Corona bedroht hauptsächlich ältere Männer. Also unsere Abgeordneten. Der Klimawandel bedroht hauptsächlich jüngere Menschen. Und selbst in diesem völlig übervollen Bundestag mit über 700 Abgeordneten sitzen gerade mal 47 unter 30. Wer soll da die Interessen der jungen Generation verfolgen? Ja? Der Klimawandel bedroht nur junge Leute. Und ich habe das Gefühl, der Klimawandel ist auch ein bisschen selber schuld, dass er nicht beachtet wird, oder? Ja, warum? Weil er einfach ein ganz beschissenes Timing an den Tag gelegt hat. Der Klimawandel hat ein ganz beschissenes Timing an den Tag gelegt. Der zeichnete sich ja so Ende der 80er Jahre ab, also genau dann, als der Kapitalismus seinen weltweiten Siegeszug angetreten hat. Auch durch den Zusammenbruch der DDR. So, da haben wir es wieder, der Ossi ist nämlich schuld. Kennen Sie den schönen DDR-Witz? Morgen soll es Sonne geben. Nee, da stelle ich mich nicht wieder an. Aber durch den Zusammenbruch des Kommunismus hat der Kapitalismus den Sieg davongetragen. Wobei ich glaube, nur vorübergehend. Denn wenn wir Menschen ausgestorben sind, dann kommt der Kommunismus um die Ecke und sagt, gewonnen.
Ja, das Prinzip der Natur ist nämlich kommunistische Kooperation und nicht kapitalistischer Wettbewerb. Aber für uns ist Wettbewerb nicht nur die einzige Wirtschaftsform, das ist sogar die einzige Lebensform, die wir uns noch vorstellen können. Erinnern Sie sich an die Eröffnungsrede vom Juk, ne, von Herrn Legrand? Er hat sogar richtig begeistert darauf hingewiesen, ne, dass die Otto-Brenner-Stiftung schon nach 3 Monaten gegründet war und die Hans-Böckler-Stiftung viel länger gebraucht hat. Und außerdem gibt es sie jetzt auch schon 5 Jahre länger. Ja. Wettbewerb. Ne? Ja. Das ist Wettbewerb. Wettbewerb ist uns völlig in Fleisch und Blut übergegangen. Ja. Ich hätte da doch warten sollen, bis die Gage überwiesen ist wahrscheinlich. Ne? Aber nein, aber Wettbewerb ist uns echt in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, wir wollen ja auch alle nicht mehr genussvoll leben, sondern effizient. Ne? Jeder stellt seinen Körper von dem Kampf im Wettbewerb. Und das neue Statussymbol unserer Zeit ist auch nicht mehr der neue Wagen. Das geht ja nicht. Nachdem jetzt jeder noch so breit gesessene Beamtenhintern so ein SUV hat, so ein super unnützes Vehikel, ist ja mit dem neuen Wagen kein Start mehr zu machen. Das neue Statussymbol unserer Zeit ist die Gewichtsabnahme. Ja, ich habe 7 Kilo abgenommen. Ja, ich nur 6. Ja, ich esse auch gar nichts Festes mehr. Ha, doch, ich esse noch. Was, du isst noch? Ja, aber ich genieße es nicht mehr. Genuss und Sinnlichkeit sind verpönt. Wir sind mittlerweile so weit, Emotionslosigkeit gilt schon als Zeichen von Qualität und Kompetenz. Emotionslosigkeit gilt als Zeichen von Qualität und Kompetenz. Entschuldigung, anders lässt sich der Erfolg von Olaf Scholz nicht erklären. Sie erinnern sich doch bestimmt, dass Sie da im September seine Wachsfigur eingeweiht haben bei Madame Tussauds. Ne? Da war der Kanzler ja auch da, gab eine Verwechslung. Ja. Sie ahnen es, ne? Ja, der Kanzler ist im Museum geblieben. Da hat auch keiner was gemerkt. Im Parlament ist es aufgefallen, weil da hatten sie die Puppe mit hingenommen. Im Parlament haben sie es jetzt nicht wegen der Mimik. Nee, die war gleich. Aber die Puppe hatte das bessere Gedächtnis. Ja komm, was Herr Scholz schon alles vergessen hat, so viel haben andere Leute im Leben nicht erlebt. Ne? Ja. Aber gut, die SPD ist eine soziale Partei, die kümmert sich auch um Demente. Aber ist immer super, eine Anti-SPD-Witze. Ich könnte noch mal. Nein, ich lasse es. Aber Genuss und Sinnlichkeit sind immer mehr verpönt. Ja? Beim Rauchen hat es angefangen, beim Essen ist es angekommen. Ich war neulich auf einer Party, da musste ich zum Essen auf dem Balkon. Oder ich sitze im Café, kommt ein Bekannter vorbei und sagt, sag mal, hast du da etwa Zucker? Ich so, nee, ist nur Koks. War der beruhigt. Ja. Aber klar, Koks ist eine Leistungsdroge, die passt zum Kapitalismus. Und Kapitalismus, den müssen wir abschaffen. Ich weiß, jetzt denken sich einige, oh nee, komm, echt, die will den Systemwechsel, oh, jetzt geht die gleich in die Tiefgarage und zündet unsere Autos an. Ja. Also, die Leute haben immer ein bisschen Angst vorm Systemwechsel. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie was verwechseln. Mittlerweile verwechseln die Leute Kapitalismus mit Demokratie. Die glauben tatsächlich, Kapitalismus sei Demokratie oder Demokratie gäbe es nur im Kapitalismus. Dabei muss man klar sagen, Kapitalismus und Demokratie passen nicht zusammen. Nein, denn in der Demokratie herrscht ja normalerweise eine Mehrheit und nimmt dabei Rücksicht auf Minderheiten. Im Kapitalismus hingegen hängt das eigene Überleben vom erfolgreichen Verkauf der eigenen Arbeitskraft an andere ab. Das heißt, im Kapitalismus übt eine Minderheit von Besitzenden Macht über die Mehrheit der Nichtbesitzenden aus. Und bevor den Leuten sowas auffällt, macht man ihnen einfach ein bisschen Angst. Buh. Ja, man braucht den Menschen doch nur ein bisschen Angst vor einem kalten Winter zu machen. Und schon nehmen die klaglos hin, dass die Firmen ihre gestiegenen Kosten an die Verbraucher weitergeben dürfen, während noch nie ein Unternehmer gezwungen wurde, seine Gewinne mit den Kunden zu teilen. Und wenn das mal jemand fordert, dann droht man mit dem Verlust von Arbeitsplätzen und alle haben schon wieder Angst und kuschen. Für Mächtige ist Angst eine super Sache. Für Mächtige ist Angst super. Die ist vielseitig, flexibel, einsetzbar, kennt keine moralischen Grenzen. Perverse Angstmacher aus deiner Regierung warten auf deinen Notruf. Angst ist ein Herrschaftsinstrument. Deswegen macht man gerne Angst auch vor Corona. Natürlich gibt es Corona, aber die Frage ist, wie geht man damit um? Sachlich oder ängstlich? Wir haben uns für panisch entschieden und Toilettenpapier gehortet. Ja, aber Angst ist ein Herrschaftsinstrument. Und wissen Sie, ich habe mir überlegt, die Herrschenden sind ja eigentlich in der Minderheit. Wir sind ja in der Mehrheit. Warum machen wir denen nicht mal Angst? Wissen Sie, wie wir den Herrschenden Angst machen könnten? Indem wir glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist. Wenn wir glauben würden, dass der Mensch im Grunde gut ist, würde es ihr Machtmonopol in Frage stellen. Denn wenn wir glauben würden, dass der Mensch im Grunde gut ist, müssten wir uns mal fragen, woher das Böse kommt. Und dann kämen wir vielleicht auf die Idee, dass das Böse von oben kommt. Meine Oma hat auch schon mal gesagt, der Fisch stinkt vom Kopf.
Der Mensch wird erst durch Autoritäten schlicht, weil sie seine Freiheiten einschränken. Und deswegen ist der Kampf für ein positives Menschenbild immer schwieriger. Es ist immer ein Kampf gegen die Mächtigen. Das ist staatsgefährdend und autoritätsuntergrabend. Denn wenn wir begreifen, dass wir keine wilden Tiere sind, die von oben reguliert werden müssen, wozu brauchen wir die Mächtigen dann noch? Und deswegen haben die ein Interesse daran, dass wir glauben, dass der Mensch im Grunde schlecht ist. Und das trifft sich gut, weil für uns ist das ja auch bequem. Weil wenn wir glauben, dass der Mensch im Grunde schlecht ist, dann entbindet das uns von unserer Verantwortung. Weil wenn der Mensch im Grunde schlecht ist, dann ergeben Engagement und Widerstand ja auch gar keinen Sinn. Und dann kann man schön bequem auf der Couch liegen bleiben. Das ist eine Win-Win-Situation. Und das schlechte Menschenbild wird ja auch durch die Medien gestützt. Wir haben ja alle gelernt, dass wir täglich Nachrichten hören, lesen, gucken sollen. Dabei haben Kommunikationswissenschaftlerinnen schon lange bewiesen, dass täglicher Nachrichtenkonsum unserer geistigen Gesundheit schadet. Weil wir immer nur die Ausnahmen präsentiert bekommen. Gewalt, Anschlag, Katastrophen. Das liegt daran, dass der Journalismus mittlerweile nach Klickzahlen funktioniert. Und Angst klickt gut. Angst klickt gut und sichert so lukrative Werbeeinnahmen. Hatte ich schon erwähnt, dass der Kapitalismus das Grundproblem ist? Und wenn wir den Klimawandel stoppen wollen, müssen wir den Kapitalismus abschaffen. Ja, wir müssen weg vom Wachstumspostulat und wir brauchen mehr Steuern für Reiche. Und ich meine, es steht doch im Grundgesetz auch drin, oder? Eigentum verpflichtet. Und ich muss es Ihnen nicht erzählen, der zweite Halbsatz lautet nicht zum Gewinne maximieren. Nein, der lautet, es zum Wohle der Allgemeinheit einzusetzen. Und wissen Sie, was das Interessante an dem Satz ist? Ein ähnlicher Satz findet sich in fast allen Verfassungen auf der Welt. Das findet sich in fast allen Verfassungen auf der Welt. Also muss man doch sagen, Kapitalismus ist nichts anderes als ein weltweiter Verfassungsbruch. Ja, ja, ja. Ich höre schon die Gegenreaktion. Ja, aber die Marktwirtschaft mit ihrem Konkurrenzprinzip ist das effektivste Wirtschaftssystem. Das hat aber noch nie einer beweisen können. Auch kein Wirtschaftsnobelpreisträger, obwohl es den Wirtschaftsnobelpreis eigentlich nicht gibt. Der ist von der Bank gestiftet. Aber egal. Ja? Das ist eine pure Behauptung, die nur durch ihre Wiederholung geglaubt wird. Kapitalismus ist eine Religion. Denn es haben schon sehr viele Studien bewiesen, dass Kooperation langfristig das effektivere Wirtschaftsmodell ist. Aber gut, wann hätte man Gläubige je mit Argumenten überzeugen können? Das ist doch wie beim Klimawandel. Um den Klimawandel zu stoppen, müssten wir genau das tun, was die Linken seit Jahrzehnten fordern. Und wenn wir an den Punkt gekommen sind, wo wir feststellen, dass die Linken schon immer recht gehabt haben, ja, dann kann in der Geschichte doch was nicht stimmen. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so schlechte Klimapolitik. Ja? Oder fast gar keine. Man muss es doch ehrlich sagen, die Klimapolitik der letzten Jahre ist doch unterirdisch, oder? Sie kennen doch diesen Spruch, Veni, Vidi, Vici. Ich kam, sah und siegte. Zur Klimapolitik muss man sagen, Veni, Vidi, Violini. Ich kam, sah und vergeigte. Ja. Haben wir noch Zeit? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe mich in Rage geredet. Nö? 25 Minuten habe ich gemacht? Ja, dann würde ich sagen, bin ich durch. Dann nur ganz klein, kurz zum... Ja, wo ich doch jetzt eh keine Gage mehr kriege, kann ich doch nicht auch noch Überstunden machen. Aber ganz kurz zum Abschluss. Ich weiß, die Welt ist in Krisen, aber wichtig ist, dass man die Lebensfreude bewahrt. Also ich glaube, es war Hermann van Veen, der mal gesagt hat, ich freue mich, wenn es regnet. Weil wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Also muss man sich die Lebensfreude bewahren. Und kindliche Lebensfreude ist wichtig. Gucken Sie mal, Kinder freuen sich über jeden Kack. Die freuen sich schon, wenn man Kack sagt. Die hat Kack gesagt, hast du gehört? Haben die 5 Minuten Spaß dran. Und wir haben das verlernt, weil wir ständig damit beschäftigt sind, seriös und kompetent rüberzukommen. Aber man kann sich kindliche Lebensfreude wieder beibringen. Das geht ganz einfach. Sie fangen an, wenn Sie allein zu Hause sind. Wenn Sie von einem Zimmer ins andere gehen, wenn Sie um die Ecke gehen, sagen Sie einfach ganz laut, hui! Das macht gute Laune. Wenn Sie laut hui sagen, das macht gute Laune. Ihr könnt Sie auch im Aufzug, wenn der losfährt, einfach hui! Kommen Sie, machen das einmal zusammen. Sie werden merken, da ist man gut gelaunt. Auf 3. 3, 2, 1. Hui, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Dankeschön.